Hallo, bei IP-API kann man schön Daten mit der Bash abfragen. Aber welche Daten gibt es überhaupt? Schauen wir mal. Ich kann hier das Ganze natürlich auch online nutzen, indem ich hier eine IP-Adresse eintrage und dann bekomme ich diese Daten zurück. Eben zum Beispiel den Country, so das Land oder Geodaten, wobei bei Geodaten muss man ja immer vorsichtig sein. Da habe ich ja schon verschiedene Videos dazu gemacht. Aber es ist trotzdem schön, solche Daten einfach mit der Bash abfragen zu können. So, und hier steht auch nochmal, dass Sie eine eigene Datenbank haben. Also das ist jetzt nicht mit einem Whois gleichzusetzen. Ich würde auf jeden Fall nochmal ein Whois machen. Wie funktioniert jetzt der ganze Spaß? Als erstes kann man sich mit Curl die Daten von der IP-API holen. Dazu muss man diese URL nehmen und dann jetzt eben Daten mitsenden. Jetzt kriege ich halt so eine JSON-Datei zurück. Jetzt kann ich natürlich herkömmliche Bash-Mittel einsetzen, indem ich halt zum Beispiel sage, ich nutze den SED und suche zum Beispiel nach dem Komma. Und ersetze es durch einen Zeilenumbruch. Dann habe ich die Daten als eine Liste. Kann dann natürlich jetzt so weiteren Spaß machen, wie mit dem AWK. Sagen, ich möchte das Hochkomma als Trenner. Das Gänsefüßchen. Und dann möchte ich mir jetzt halt zum Beispiel nur die erste Spalte ausgeben lassen. Da ich jetzt nicht den Whitespace habe, ist die erste Spalte in 2. Dann habe ich jetzt hier halt die Werte, die ich ansprechen kann. Kann das Ganze aber auch mit jQuery durchsuchen, indem ich hier zum Beispiel sage, jQuery möchte von der ersten geschweiften Klammer, also seht ihr, geschweifte Klammer geht auf. Da kommt jetzt keine mehr bis zum Schluss. Also es gibt nur eine geschweifte Klammer. Die erste ist die Klammer 0. Und dann möchte ich jetzt zum Beispiel den Country Code. Alles ist hier. Seht, ich kriege jetzt hier eben den Country Code zurück. Wenn ich mehrere Sachen haben will, muss ich hier eben nochmal eine geschweifte Klammer drum bilden. Und dann möchte ich halt zum Beispiel vielleicht noch die IP-Adresse mitnehmen. Und hier dazwischen brauche ich noch den Pipe. Und dann kriege ich jetzt hier eben die Werte, die abgefragte IP-Adresse und den Country Code zurück. Ich kann natürlich auch mehrere IP-Adressen abfragen, indem ich hier einfach eine zweite IP-Adresse mitgebe. Und wie wir sehen, müssten wir jetzt mehrere Klammern haben. Wenn ich jetzt mehrere IP-Adressen habe, dann kann ich eben durch Hochzählen in der Klammer hier eben auch wieder die Werte abfragen. So, das war mal wieder ein Video zum Thema Wo sind mit der Bash? Viel Spaß damit, macht's gut, ciao, ciao.